Also diese Menschen, die ich fotografiert habe, sie leben 3 Monate im Jahr an diesem Platz, entlang dieser Straße. Diese Straße hat eine wichtige Bedeutung für Ukraine, ja, weil das ist eine Straße, die von Odessa nach Izmail geht. Aber diese Straße ist sehr nah ans Schwarze Meer und es gibt viele Touristen, die Urlaub machen am Schwarzen Meer und die fahren dorthin. Und diese Menschen bauen die Melonen auf beiden Seiten der Straße und verkaufen sie an der Straße. Die müssen auch diese Felder bewachen, ja, sonst kommen andere Leute aus Nachbarschaft auch und stehlen ihnen alle Melonen. Ja, das ist normal auch. Also alles, was in der Ukraine nicht verzäunt ist, gehört allen. Ich habe Schwierigkeiten, wenn ich nachts nicht schlafe. Ja, dann bin ich am nächsten Tag wie heute eigentlich, also etwas müde. Und aus diesem Grund habe ich das gemacht, um die Nacht besser kennenzulernen. Ja? Und ich habe, als ich anfing dann, wie gesagt, lange diese Bilder gemacht, horizontale mit vorhandenem Licht. Ja? Und im Buch sind davon nur 5 übrig geblieben. Die anderen habe ich dann später gemacht. Ich hatte lange gebraucht, um das zu verstehen, dass ich auch manche Dinge mixen kann. Ja? Mir hat eigentlich gefehlt diese Nähe. Ja? Ich hatte schon diese Nähe mit Menschen physisch, ja? Weil wir haben schon längst zusammen getrunken und gegessen. Sie haben Schaschlik, also alles, was man auf Bildern sieht, haben wir mehr oder weniger geteilt. Ja? Aber Fotos davon gab es nicht. Und dann habe ich einmal zufällig Blitz mitgenommen, weil ich dachte, ich hatte gedacht, es gibt für mich ein Verbot, ja, diese Bilder mit natürlichem Licht zu mixen mit Bildern, aufgenommen mit Blitz. Aber es hat sich dann also aufgelöst eigentlich, als ich sah, dass diese Bilder mit Blitz vielleicht fantastischer aussehen mit natürlichem Licht. Und genau das hat mir gefällt in dieser Arbeit. Und dann habe ich angefangen, nur diese Porträts oder Stillleben zu machen, weil ich mag das auch. In allen anderen Arbeiten versuche ich, diese Weite mit Nähe zu verbinden. Und ich sehe das auch so. Also ich finde, dass es unmöglich ist für mich, Bilder nur aus einem Abstand zu machen. Ich habe natürlich mich gefragt, diese Menschen, die ich fotografiere, die sind irgendwie schon am Boden, ja, mehr oder weniger. Ob sie froh sind, ob sie glücklich sind, das weiß ich nicht. Aber als wir zusammen da waren, schienen sie in Ordnung zu sein, ja, und ich wollte das auch zeigen. Ich finde nicht, dass für mich meine Aufgabe ist, zu zeigen, wie schlecht es den Leuten geht. Ja? Mich hat das sehr interessiert und ich habe das gemacht und habe gesehen, dass das ein neuer Weg für mich ist oder ein großer Schritt nach vorne, ja? Wie man im Kommunismus früher gesagt hat. Ich versuche, das zu tun, was ich fühle. Und wenn das humoristisch erscheint, ist es umso besser, ja? weil dann spricht das, was du siehst und andere sehen, dem, was ich in diesem Moment gefühlt habe. Mhm.